Du hast Bock, eine 20 Euro PSN oder Xbox-Karte zu gewinnen? Dann lass jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und schreib mir unbedingt einen Kommentar, denn nur dann kann ich dich auch wirklich finden. Ich werde dann aus allen Videos, die ich jetzt noch in den nächsten Tagen mache, einen Gewinner aus den Kommentaren heraussuchen. Also unbedingt bei den nächsten Videos dann auch immer einen Kommentar da lassen. Ich werde einfach dann, wie gesagt, ein Video aussuchen, wo ich dann eben in die Kommentare gehe und da einfach irgendwen raussuche. Deswegen da einfach mal am Gewinnspiel teilnehmen. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und auf Instagram habe ich euch gefragt, was ihr euch noch für FIFA 19 wünscht. Was muss unbedingt in Ultimate Team rein? Und da habe ich insgesamt jetzt vier Sachen für euch herausgesucht und über die möchten wir einfach ein bisschen reden. Ich möchte einfach eure Wünsche nochmal zusammenfassen. Falls ihr demnächst mehr FIFA 19 Videos sehen wollt, zum Beispiel eben auch ein der perfekte Startvideo für FIFA 19, wie ihr handeln müsst am Anfang, was ihr mit euren Coins machen solltet und so weiter und so fort. Einfach eine Hilfe, wie ihr am Anfang gleich viele Coins bekommt. Falls ihr so ein Video haben wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben, da schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und damit beginnen wir jetzt auch direkt mit dem ersten Thema. Und zwar war der erste Wunsch, dass die Weekend League unbedingt zeitlich verlängert werden muss oder die Spiele gekürzt werden müssen. In meinen Augen wären 20 bis 25 Spiele optimal geeignet, denn wenn man 40 Spiele macht, dann muss man wirklich so circa 12 bis 13 Stunden am Wochenende an der Konsole sitzen. Also ich bevorzuge auch allgemein den Wunsch, dass weniger Spiele sind, anstatt den Wunsch, dass mehr Zeit vorhanden ist. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche dieser vier Wünsche euch am meisten am Herzen liegt, also was ihr euch am meisten für FIFA 19 wünschen würdet. Also Weekend League, weniger Spiele, das ist der erste Wunsch. Und der zweite, da geht es um das plattformübergreifende Zocken. Und zwar kann man ja zum Beispiel bei Fortnite mit PC, mit Xbox und mit PlayStation zusammenspielen. Ja, es gibt ganz normale Lobbys, wo alle eintreten können und sowas sollte es unbedingt für FIFA 19 Ultimate Team auch geben. Da kann man dann einerseits gegen Leute zocken, die gar nicht auf der eigenen Konsole spielen, zum Beispiel PS4 gegen Xbox-Spieler, und andererseits kann man auf dem Markt auch viel mehr anstellen, da dann eben mehr Leute auf dem Markt wären, wenn die ganzen Märkte auch vereint werden würden. Ich denke aber, dass das Ganze erst so zu FIFA 2021 kommen wird, denn ich glaube, da gibt es auch ein paar rechtliche Geschichten dazu. Also, dass es für die Community besser wäre, das weiß EA nämlich, denke ich, auch. Aber ich glaube, da geht es echt um irgendwelche Rechte und so. Naja, aber es wäre auf jeden Fall cool, wenn man gegen Freunde auf jeglicher Konsole einfach mal zocken könnte. Der dritte Wunsch, der von euch geäußert wurde, war, dass man Duplikate eben nicht abstoßen muss. Das Ganze ist ja im WM-Modus jetzt auch schon so. Da gibt es einen Untradable-Stapel, wenn man das so nennen kann. Dort werden alle Spieler gelagert, die man als Duplikat gezogen hat. Und sowas sollte es unbedingt in FIFA 19 auch geben, dass man Untradable-Duplikate nicht abstoßen muss. Das wäre unfassbar wichtig und das würden sehr, sehr viele Leute, ihr eben zum Beispiel auch, unfassbar feiern. Und der letzte Wunsch, den ihr mir auf Instagram geschickt habt, das sind die täglichen SBCs. Also, dass wirklich jeden einzelnen Tag in FIFA 19 irgendeine neue SBC rauskommt. Das muss jetzt keine unfassbar besondere SBC sein, aber vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, um vielleicht für, weiß ich nicht, für 3k oder so ein 7,5k Pack zu bekommen. Also einfach, dass man auch wirklich jeden Tag in das Spiel reingehen will, um eben dann zum Beispiel diese SBC zu erledigen. Man kann es ja so machen, dass der Gewinn daraus nicht zu unfassbar krass ist oder dass man vielleicht sogar auch teilweise Verlust macht, aber dann hat man halt zumindest irgendwie auch was zu tun im Spiel, wenn man das so sagen kann. Also es wäre für mich auf jeden Fall schon ein Grund, täglich in FIFA reinzuschauen. Wieso eigentlich auch nicht? Wenn die SBC geil ist, dann kann man die ja machen und wenn sie nicht geil ist, dann macht man sie eben nicht. Aber tägliche SBCs wurden gefordert von euch und da bin ich auch gespannt, ob das vielleicht in FIFA 19 kommen wird. Es wurden des Weiteren auch noch viele andere Wünsche geäußert, wie zum Beispiel viel mehr Events und so weiter, aber da muss ich euch sagen, Jungs, wenn man noch mehr Events macht, dann wird jedes einzelne Event nicht mehr so interessant sein für die Community. Deswegen wird dann irgendwann, wenn man unendlich viele Events hat, das Team of the Year nichts Besonderes mehr sein oder das Team of the Season nichts mehr Besonderes sein. Und das ist jetzt eben schon noch der Fall. Eigentlich sind das so die Hauptevents in FIFA. Und wenn man eben zu viele Events hat, dann hebt sich das Ganze nicht mehr von der Masse ab. Deswegen ist das eher nicht so gut für ein Spiel, wenn man zu viele Events in ein Spiel reinpackt. Ja, okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 19 Video. Falls es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da für mehr FIFA 19 News und damit bin ich auch schon wieder raus. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab, macht beim Giveaway mit und dann vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao.